Und auch Felix erhält sowie Cat Blau einen zweiten Trailer, den wir uns heute einmal zusammen ansehen wollen. Die erste Szene zeigt Adrian, der draußen im Garten vor einer Statue seiner Mutter Emily sitzt. Beobachtet wird er dabei von seinem Vater und Nathalie. Im Gegensatz zu Gabriel aber, der so ernst reinschaut wie die meiste Zeit, lächelt Nathalie und Adrian lächelt zurück. Und ehrlich gesagt finde ich diesen Moment wirklich schön gemacht, denn es zeigt, denke ich, recht gut, dass Nathalie so etwas wie eine Ersatzmutter für ihn geworden ist. Klar wird es keinen richtigen Ersatz für seine Mutter geben, aber sie ist dennoch da für ihn. Davon sah man meiner Meinung nach bisher viel zu wenig in der Serie, aber ich denke, hier könnte das dafür ein wenig aufgeholt werden. Warum genau Nathalie lächelt, kann man zwar jetzt noch nicht sagen, aber vielleicht findet sie es auch einfach gut, dass er sich damit auseinandersetzt, dass seine Mutter nicht mehr da ist und er trotzdem lächeln kann. Die nächste Szene zeigt Marinette, die über irgendetwas recht aufgebracht zu sein scheint und vor ihren Freunden auf und ab marschiert. Es schwenkt wieder zurück zu Adrian, der nun zu Gabrielle geht, die beiden scheinen jemanden zu erwarten und tatsächlich öffnet Nathalie die Tür. Doch wird hier nicht Emily gezeigt, beziehungsweise wie einige von euch vermuten, vielleicht auch nur jemand, der so aussieht wie Emily, zum Beispiel die Mutter von Felix, der schließlich auch so aussieht, als könnte er der Zwillingsbruder von Adrian sein, genau der geht in diesem Moment auch durch die Tür mit einem ziemlich reservierten Ausdruck im Gesicht. Adrian hingegen scheint sich ehrlich zu freuen und wenn man genauer hinsieht, so hat er Felix offenbar nicht erwartet, denn einen Augenblick zuvor sieht er noch ziemlich überrascht aus. Anschließend sehen wir wieder Marinette und ihre Freunde, die sie bei etwas anfeuern und Alia nimmt sie bei dem, was auch immer sie genau macht, sogar auf. Allerdings findet Marinette das scheinbar nicht so gut und erschreckt sich ziemlich, als sie merkt, dass man sie aufnimmt. Anschließend sieht man, wie Max und Kim in dem Rauch von Lady Fragrance eingehüllt werden. Daraufhin schwenkt es aber mal zu Adrian, der von Nathalie geschützt wird und zwar vor Lady Fragrance, Lady Wi-Fi und Reflector. Der Grund, warum sie jetzt alle Adrian angreifen wollen, wird vermutlich darin liegen, dass Felix sich für Adrian ausgab und sich nicht sonderlich freundlich ihnen gegenüber verhalten hat, was dann eventuell auch dazu führte, dass sie akkumatisiert wurden. Ob Nathalie nun in dieser Szene Adrian oder Felix beschützt, können wir nicht genau sagen, aber rein vom Gefühl her würde ich hier irgendwie auf Adrian tippen bzw. es hoffen. Und ehrlich gesagt wäre es mir einfach lieber, denn dann hätten er und Nathalie mal eine echt nette Szene zusammen. Und ab hier wird sich cool, denn wie sich rausstellt, ist Nathalie auch ganz ohne Superkräfte eine ausgezeichnete Kämpferin, wo man sich doch fragen muss, wo sie das gelernt hat. Adrian oder eben Felix schließt sich dem Kampf an und das wirkt dann eventuell wieder, als wäre das vielleicht doch eher Felix oder hatte Adrian auch schon diese Moves drauf? Schreibt mir gerne mal eure Theorien zu dieser Szene. Seinen Ring konnte man jedenfalls nicht wirklich sehen, was für Felix sprechen würde, aber sicher bin ich mir bei dieser Szene noch nicht so ganz. Nun sehen wir noch eine zweite Reflektor, was eventuell darauf hindeutet, dass Nathalie doch noch erwischt wurde. Die Szene schwenkt erneut um und nun sehen wir Cat Noir und Ladybug gegen die anderen kämpfen. Entweder ist es Adrian also gelungen zu fliehen und sich zu verwandeln oder aber es ist zuvor wie gesagt doch Felix, der zusammen mit Nathalie gekämpft hatte. Und schließlich die letzte Szene, welche wir allerdings schon vom vorigen Trailer kennen und uns die vermeintliche Emily zeigt. Was sagt ihr zum zweiten Trailer? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und wie immer, bis zum nächsten Mal!